Tag. Gott. Also, wir haben wohl einen Jäger vor uns. Nein, wir haben ein Geschenk an meinen Großvater, der alles, was sich im Wald bewegt hat, erlegt hat. Ja, furchtbar. Und einem Freund einen Hirsch aus seiner Jagd vor die Flinte getrieben hat, den er dann auch erlegt hat, der Freund. Und aus Dankbarkeit ließ er den Pokal nacharbeiten und ihm anlässlich eines Festmahles mit, so steht geschrieben in der Chronik, mit Sekt gefüllt, präsentiert und geschenkt hat. Und wann war das? 1927. Da haben wir die Marke. Ja, es ist ja immer so, dass bei Familientraditionen immer auch der Herr Casanova mitgespielt hat, wo auch nicht alles echt war, nicht? Dieser Pokal ist natürlich nicht nach dem erschossenen Hirsch gemacht worden, sondern es handelt sich hier um ein Stück einer Silberwarenfabrik aus Hanau, die solche Stücke im Sortiment hatte. Da konnte man also mit einem 10-Ender, mit einem 12-Ender oder auch mit einem kleinen Geweih das plus kaufen. Das gab es alles fertig. Das sieht man hieran. Wir haben nämlich hier die Marken. Jetzt muss ich mal gucken, wo sie sind. Dadurch, dass sie das Stück nicht geputzt haben, was ich immer sehr schlecht finde, sind auch die Marken kaum zu finden. Hier haben wir sie. Aber Patina. Na, meine Tante hat gesagt, Patina ist auch nichts weiter gut als Dreck. Ja. Ich werde das verbessern. Diese Marken hier sind Hanauer Marken. Aha. Und zwar scheint es die Firma Schleißner zu sein, die hat solche Dinge gemacht. Es gab in Hanau viele Fabriken, die historistische Sachen gemacht haben. Denn solch ein Pokal, wie er hier ist, ist ein sogenannter Steigbügeltrunk. Wenn man zur Jagd ging, dann wurde der gefüllt, aber nicht mit Champagner, sondern mit etwas Kräftigerem, mit einem Schnaps. Und dann ging der Reihe rum und die haben alle einmal getrunken, um sich aufzuwärmen. Und dann ging es aufs Pferd, auf die Parforstjagd oder auf die Schleppjagd. Aha. Und der war meistens, hatte eine Familie, eine Jägerfamilie, hatte ein so ein Prunkstück und hat damit eben auch dann renommiert. Es ist so, es gibt diese Trinkgefäße ja schon aus früheren Zeiten. Ja. Gibt sie schon im Barock. Die gibt es also schon. Die heißen Sturzbecher. Weil man sie hinstellt, nicht? Ja, das ist ein Becher, der einer Herstellung, einer Fabrikation entstammt. Das heißt, den gibt es also nicht nur einmal und das ist auch nicht von einem Goldschmied in Handarbeit getrieben worden, sondern der ist industriell gefertigt. Und das macht sich, das ist sicherlich Silber, das macht sich dann auch bemerkbar in einer Bepreisung. Und solche Becher heute gibt es sehr viele, die angeboten werden, auch auf Auktionen. Mhm. Ja. Und da sind wir vielleicht in einem Bereich zwischen 400 bis 500 Euro. Aber ich dachte nicht einmal an diese Größenordnung vom Preis her. Na, dann sind Sie doch zufrieden. Ja. Das ist doch wunderbar. Jetzt putzen Sie den schön und dann können Sie zu Hause auch mal draus trinken. Genau. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen.